Ja, grüßt euch. Während die Technik installiert wird, lege ich schon mal los. Mir ist sehr bewusst, dass dieser Vortrag derjenige ist, der zwischen euch und dem Mittagessen und der wohlverdienten Erfrischung steht. Deswegen versuche ich das knackig und kurz zu halten. Ich bin der Peter von der SNV. Wir sind ein gemeinnütziger, überparteilicher Think Tank hier in Berlin. Ich leite das Projekt IT-Sicherheit im Internet der Dinge und habe mich vor dem Hintergrund in den letzten Jahr oder seit dem letzten Jahr mit dem EU Cyber Security Act beschäftigt. Und was die EU, Barbara hat das schon erwähnt, da quasi das erste Mal versucht hat, ist IT-Sicherheit europaweit zu regulieren und irgendwie IT-Sicherheitsstandards zu etablieren, weil man eben gemerkt hat, es ist Kraut und Rüben. Der Smart Meter wurde erwähnt, da verfolgt Deutschland ein völlig anderes Sicherheitskonzept als zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich. Für Hersteller ist das nicht so geil, weil wenn jetzt fragmentierte Standards überall in Europa aufpoppen, dann bedeutet das auch, dass im Worst Case ein Hersteller von einem vernetzten Gerät in jedem Land nochmal extra darlegen muss: Ich bin sicher, ich habe mich an euren nationalen Standard gehalten, vielen Dank für die Insellösung, ich mache das jetzt noch 28 Mal. Dankeschön. Und so hat die EU gesagt, da brauchen wir irgendwie was Besseres. Es muss einheitliche Standards geben. Der Plan für die nächsten 20 Minuten ist, dass wir leider einen kleinen Schwenker machen müssen. Wir können nicht direkt in die IT-Sicherheit abtauchen, so gerne ich das machen würde. Sondern wir müssen uns erstmal anschauen, wie reguliert Europa die physische Sicherheit. Also im Englischen ist das einfach. Wir haben Safety, die physische Sicherheit, und Security, IT-Sicherheit. Im Deutschen ist beides Sicherheit, das hilft dem ganzen Prozess nicht so wirklich, deswegen verzeiht mir, wenn ich hier auch mal ins Englische wechsle und eben einfach Safety sage und Security. Physische Produktsicherheit ist in Europa schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten reguliert. Es gibt Standards, damit, wenn es brennt, diese Vorhänge nicht in Flammen aufgehen. Es gibt Standards, dass das Plastik von euren Stühlen nicht krebserregend ist. Es gibt Standards, dass die Glühbirne, die mir gerade ins Gesicht leuchtet, nicht explodiert. Hoffe ich zumindest. Und letztlich dieses Konzept der Regulierung von Sicherheit hat jetzt die EU auf Security übertragen. Ah, da ist ein bisschen was verrutscht. Damit wir das verstehen, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, was sind überhaupt die Unterschiede zwischen physischer Sicherheit und IT-Sicherheit. Also letztlich diese berühmten Unterschiede zwischen realer Welt und virtueller Welt. Bei physischer Sicherheit haben wir den großen Vorteil, dass sich die Physik nicht so furchtbar schnell ändert. Das heißt, wenn ich einmal die Gummidichtung von meinem Auto auf Witterungsbeständigkeit für 10 Jahre ausgelegt habe und weiß, der Gummi wird nicht schneller porös, dann ändert sich nicht auf einmal die Realität und physikalische Gesetze drehen sich auf den Kopf und meine Gummidichtung verrottet in 5 Minuten. Das passiert eigentlich nicht. Wenn mein Motor stark genug ist, in 20 Tonnen LKW die Straße hochzuziehen, dann wird er das in den USA genauso tun wie in Deutschland. In der virtuellen Welt sieht das ein bisschen anders aus. Am laufenden Band gibt es neue Angriffsvektoren, das heißt Sicherheitsforscherinnen an Universitäten, zu Hause im stillen Kämmerlein, finden neue Attacken, die es so vorher nicht gab. Das heißt, die virtuelle Welt ist wesentlich schnelllebiger, was ihre Charakteristika, ihre Regeln angeht. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Der zweite grundsätzliche Unterschied zwischen Safety und Security ist, dass es zum Überprüfen von Eigenschaften in der analogen Welt Testlabore braucht. Wenn ich wissen will, ob das Plastik dieses Stuhls krebserregend ist, dann brauche ich irgendwie eine Teststrecke, ich muss mir eben irgendwie Proben nehmen, ich muss das Ganze vielleicht in der Lösung verdünnen und so weiter und so fort. Wenn ich wissen will, ob die Bluetooth-Verbindung von meinem USB-Vibrator unsicher ist, dann brauche ich dazu nur einen Laptop und einen USB-Dongle und dann kann ich das machen. Das heißt, die Einstiegshürden, um zu testen, hält sich der Hersteller an all das, was er versprochen hat, sind wesentlich niedriger als in der physischen Welt. Zweiter großer Unterschied. Dritter großer Unterschied ist, die Fehler lassen sich im Nachhinein nur schwer beheben. Was bedeutet das? Wenn Toyota bei irgendeinem Fahrzeugtyp gemerkt hat, ups, das Fahrwerk hat eine Schwachstelle, dann bedeutet das, Hunderttausende von Autos zurückrufen. Sieht man zum Beispiel jetzt bei VW.
Die haben aber irgendwie einen Weg drumherum gefunden. Aber das ist eine andere Geschichte. In der digitalen Welt muss ich das eben genau nicht machen. Ich kann ein Remote-Update machen, ich kann meinen USB-Vibrator upgraden, ich kann meinen vernetzten Beamer upgraden, ich kann meine Waschmaschine upgraden. Das sind die Vorteile des Software-Updates. Das heißt, wenn ich mal etwas in den Verkehr gebracht habe, kann ich es immer noch aktualisieren. Und als letztes, Barbara hat so schön die verschwimmenden Grenzen zwischen physischer Sicherheit und IT-Sicherheit aufgezeigt, wo ich durch IT-Sicherheit oder mangelnde IT-Sicherheit direkte Auswirkungen auf Leib und Leben habe. Das ist aber im Regelfall, wenn wir jetzt an den vernetzten Toaster oder an die vernetzte Spülmaschine oder Ähnliches denken, ist das nicht so. Das heißt, ich habe hier die Kettensäge als Symbol genommen. Wenn der Hersteller von der Kettensäge irgendwas falsch gemacht hat, ist das Bein ab. Wenn der Hersteller von einem vernetzten Toaster irgendwas falsch gemacht hat, bedeutet das noch nicht, dass die Bude brennt, sondern es bedeutet erstmal, das Ding hat halt 20 Sicherheitslücken und ist offen wie ein Scheunentor, aber dadurch brennt deine Hütte noch nicht ab, sondern ein Hacker müsste sich erstmal von außen reinhacken, müsste wissen, wie er das Gerät manipulieren muss, um dann das Netzteil, den Überspannungsschutz auszuschalten und einen Kabelbrand zu verursachen. Das heißt, bei physischer Produktsicherheit habe ich potenziell direkt Auswirkungen auf Leib und Leben, bei mangelnder IT-Sicherheit habe ich das im Regelfall nicht. Das sind einige Punkte, versucht ihr einfach mal so ganz locker im Hinterkopf zu halten, weil die werden später noch wichtig. Wenn wir uns jetzt auf EU-Ebene angucken, ich gehe nochmal zurück, das verwirrt euch noch. Wenn wir uns jetzt auf EU-Ebene angucken, wie Produktsicherheit, physische Produktsicherheit reguliert ist, dann hat man gesagt, okay, wir haben das wunderschöne Wort Produktsicherheitsrichtlinien, mega geil. Wie es funktioniert ist, Hersteller, die europäischen Standardisierungsorganisationen entwickeln technische Standards zusammen mit der Industrie und anderen Stakeholdern. Dann bei der Produktion sagt der Hersteller, ich habe mich an alle geltenden europäischen Anforderungen, Normen gehalten, bringt sein Gerät auf den Markt und dann gibt es nachgeschaltet die Marktüberwachung, die dann identifiziert über Stichproben, haben sich die Hersteller wirklich daran gehalten. Das heißt, die Bundesnetzagentur zum Beispiel, die macht das für alle funkenden Geräte und wenn die Bundesnetzagentur merkt, hoppla, dein Internetrouter aus China hat zwar ein mega starkes WLAN-Signal, das liegt aber daran, dass er mit 2 Watt sendet, statt mit 150 Milliwatt, wie es in der EU vorgeschrieben ist, deswegen darf dieses Gerät am europäischen Binnenmarkt nicht verkauft werden. Dann gibt es im Worst Case eine Strafe gegen den Hersteller und der Hersteller darf dieses Gerät nicht mehr am europäischen Binnenmarkt verkaufen. Das heißt, wir haben, wenn wir es runterbrechen, haben wir die Standards, die durch Industrie und die europäischen Standardisierungsorganisationen definiert werden. Dann haben wir Hersteller, die sagen, ich habe mich an alle Standards gehalten. Oder wir haben Prüflabore, die zertifizieren, ja, der Hersteller hat sich an alles gehalten, ich habe es überprüft, ich habe es getestet. Und dem nachgelagert als letzte Stufe haben wir die Marktüberwachung, die stichprobenhaft Geräte einkauft, die kaufen dann 20 Smartwatches und testen die auf Unverträglichkeit und krebserregende Stoffe und Ähnliches. Und wenn die was finden, gibt es Strafen für den Hersteller. Jetzt die große Frage, wie sieht das bei der IT-Sicherheit aus? Dieses Zusammenspiel aus Standardisierung, gemeinsam mit Industrie, dann die Konformitätsbekundung der Industrie, ja, wir haben uns an all die relevanten Standards gehalten und nachgelagert die Marktüberwachung. Wenn wir das jetzt für den Cyber Security Act durchgehen, dann sehen wir schon mal den ersten Unterschied. Und zwar bei der Standardisierung ist man einen komplett anderen Weg gegangen als bisher. Man hat nicht gesagt, wir nehmen die 3 etablierten europäischen Standardisierungsorganisationen und die Industrie entwickelt mit denen gemeinsam die IT-Sicherheitsstandard. Nee, man hat irgendwie ein eigenes Ding geschaffen und zwar die European Certification Group. Und die European Certification Group setzt sich aus den europäischen IT-Sicherheitsbehörden zusammen, also sitzt dann sowas wie ein BSI drin und ein französisches ANSI, also in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
in Frankreich, ANSSI, ich kann kein Französisch, ich kenne die Abkürzung nicht. Die sitzen da drin, 28 Stück, und entscheiden in letzter Instanz, welcher technische IT-Sicherheitsstandard zu einem europäischen Sicherheitsstandard wird. Dieser europäische Sicherheitsstandard, genannt Cyber Security Certification Scheme, ist dann, wie Barbara schon erwähnt hat, freiwillig in der Anwendung. Und das ist auch ein großer Unterschied, weil, wie ich vorher gesagt habe, für die physische Produktsicherheit, dass dieser Vorhang nicht in Flammen aufgeht, das ist eine Mindestanforderung. Das heißt, wenn du die Vorgaben nicht erfüllst, darfst du diesen Vorhang in Europa nicht verkaufen. Du kannst es schon machen, aber wenn du erwischt wirst, dann hast du halt Probleme. Hier ist man den freiwilligen Weg gegangen und hat gesagt, wir machen das mal, wenn du Unternehmen Bock drauf hast, kannst du es machen, musst du aber nicht. Ist halt nicht so ultra konsequent. Ein Certification Scheme ist dann 3 Jahre gültig und es schlägt nationale Zertifizierung. Das bedeutet, zum Beispiel in Deutschland wird gerade eine technische Richtlinie vom BSI entwickelt für Internetrouter. Weil sich das BSI gesagt hat, Mensch, die Internetrouter sind alle crap, da haben sie auch recht. Wir brauchen mal eine technische Richtlinie, wir sagen jetzt mal der Industrie, wie es zu laufen hat. Stellt euch vor, Frankreich, Italien, Polen, Spanien machen jetzt auch alle ihr eigenes Ding und dann haben wir 28 Richtlinien in Europa für Internetrouter. Sobald es eine europäische Richtlinie gibt, so ein Cyber Security Certification Scheme, verlieren alle 28 Router-Richtlinien ihre Gültigkeit, sondern nur noch die eine europäische hat Gültigkeit. Weil man eben, ihr habt im Hinterkopf, Zielsetzung war, Fragmentierung des Marktes zu verhindern und genau das erreicht man damit. Als drittes gibt es insgesamt 3 Vertrauenswürdigkeitsstufen. Das ist ein fester Begriff in der IT-Sicherheit, nennt man Assurance Level, und die Idee ist letztlich, dass man eben sagen kann, naja, der Router in einem Atomkraftwerk hat vielleicht andere Anforderungen als der Router von der Pommesbude nebenan. Und je nachdem, welche Kritikalität ich habe, desto schärfer, sage ich mal, ist die Anforderung an die IT-Sicherheit. Dass das 3 Stufen sind, mit niedrig, mittel, hoch, ist völlig willkürlich. Es hat keinerlei akademische Basis, sondern es hat man einfach mal so, sagen wir 3, gemacht. Genauso hat man ziemlich willkürlich entschieden, naja, also wir haben 3 Stufen, sagen wir, bei der untersten kann der Hersteller wie auch bei der physischen Sicherheit es über Selbsterklärung machen. Das heißt, ich gehe nicht zu einem Testlabor und sage mir, bitte zertifiziere mir, du als unabhängige Stelle, dass mein Gerät IT-sicher ist, sondern man hat dem Hersteller die Möglichkeit gegeben, einfach einen Wisch zu unterschreiben, so der CEO, unterschreibt man so, jo, wir haben uns an alles gehalten. Das hat schon seinen, also auch wenn ich da jetzt sehr polemisch und salopp drüber herziehe, das hat schon seinen Sinn, weil Drittzertifizierung bedeutet immer Zeit und Geld. Und wenn wir IT-Sicherheit runter tatsächlich in das Internet of Crap bringen wollen, das heißt zu der 20-Euro-Webcam, zu dem 40-Euro-Router, dann läuft das nicht über eine Drittzertifizierung, sondern läuft das nur über eine Selbsterklärung. Insofern finde ich die Idee zu sagen, je nach Kritikalität erlaube ich dir als Hersteller zu sagen, ich habe mich an alles gehalten und ich gebe dir den Vertrauensvorstoß. Wenn die Kritikalität zu hoch ist, musst du aber eine Drittzertifizierung vorweisen können. Den Weg finde ich schon gehbar. Allerdings hat man dabei ein bisschen was vergessen, weil aus Dekaden der physischen Sicherheit, der Regulierung von physischen Sicherheit in Europa, hat man eins gelernt. Die Achillesferse dieses ganzen Zusammenspiels aus, wir entwickeln technische Standards mit der Industrie, wir erlauben der Industrie zu sagen, dass sie sich schon an alles gehalten hat und wenn sie sich nicht dran gehalten hat, finden wir es über die Marktüberwachung. Ziemlich eingängig, die Achillessehne ist die Marktüberwachung. Wenn die Marktüberwachung unterfinanziert ist, keine Ressourcen hat, kein Know-how hat, alles 3 trifft zu, dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen, weil das, was dann passiert ist, jeder sagt natürlich, ich habe mich an alles gehalten, das können die Hersteller auch machen, weil es niemand überprüft. Abschließend habe ich leider, wie Barbara auch, jetzt nicht so die beste Botschaft.
Und zwar der Cyber Security Act, man kann ja nicht sagen, ob er jetzt mega gut oder mega schlecht ist. Für meine Begriffe sind einige Schnitzer drin, gerade bei der Marktüberwachung. Es hängt allerdings tatsächlich viel von den noch zu entwickelnden Certification Schemes ab. Das heißt, wenn wir, nehmen wir an, ein Certification Scheme für Internetrouter bekommen und da sitzen die richtigen Personen drin und da haben wir gute Beteiligung durch Verbraucherschutzorganisationen, wir haben gute Beteiligung der Wissenschaft, die versuchen das alle ordentlich hochzuziehen und dieses Schema nied- und nagelfest zu machen, dann kann da schon was bei rumkommen. Wenn das hinter verschlossenen Türen durch die Industrie entwickelt wird und die Gefahr besteht, zumindest bei manchen Certification Schemes, dann wird das Ganze halt so ein bisschen Rubberstamp, also so ich stempel dir ab, ja, du hast dich schon alles gehalten und gut ist. Grundsätzlich, was ich als größtes Manko empfinde, ist, dass der EU Cyber Security Act die Chance nicht genutzt hat, das grundsätzliche Spannungsverhältnis zwischen heutiger Softwareentwicklungsrealität, das heißt, ich habe ständige Softwareentwicklung, ich habe pro Monat viele, viele Updates, wenn ich Software richtig betreibe, ich muss konstant mein Produkt sicher halten durch Software-Updates. Diese Realität clasht so zusammen mit dem Ansatz der Zertifizierung, weil Zertifizierung ist immer eine Momentaufnahme. Ich nehme mir jetzt dein Gerät, ich gucke rein, ich sage, okay, du hast keine Sicherheitslücken, du hast dich an Best Practices gehalten. Wie viel ist diese Aussage ein halbes Jahr später wert, wenn ich mittlerweile die Zertifizierung war für Softwareversion 1.1, jetzt sind wir bei 1.7 oder bei 2.4 oder was auch immer. Das heißt, mit voranschreitendem Zeitalter verliert die Zertifizierung an Aussagekraft und da hat der Cyber Security Act nichts gegenzuhalten. Dieses grundsätzliche Problem wurde nicht aufgegriffen und wie ich vorhin schon meinte, man vermisst jegliches Statement zur Marktüberwachung. Auch hier wurde vergessen, die Marktüberwachung mit entsprechenden Ressourcen, Know-how und so weiter auszustatten, um dann die schwarzen Schafe am Markt zu identifizieren. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Das ist mein Motto, was wir in meinem Projekt jetzt versucht haben, war in den letzten Monaten quasi der auf europäischer Ebene und bei anderen Stakeholdern unterzujubeln, ist die Idee, okay, der Cyber Security Act geht im September in den Trilog, im Trilog darf man keine neuen Punkte mehr einfügen, aber wir haben eben die Möglichkeit, sehr viel über diese schwammig formulierten Certification Schemes noch reinzuholen, also diese Hoffnung, wenn wir es bei den Certification Schemes hinkriegen oder nur bei einem einzigen hinkriegen, es nied- und nagelfest zu kriegen, ist schon was gewonnen. Und die Idee ist, stellt euch vor, ihr seid wieder beim Kauf eines Internetrouters und ich weiß, dass das bei euch allen so eine Herzenssache ist und ihr steckt da richtig viel Arbeit rein und ihr geht in die Recherche und ihr lest Artikel und so und dann geht ihr in den Distributor, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, ihr geht zu eurem Elektronikfachhandel des Vertrauens. Ihr steht vor dem Router und auf dem Router ist ein QR-Code und ihr schnappt euer Handy, was natürlich auch IT-sicher ist, ist ja klar, schnappt euer Handy, macht ein Foto von einem QR-Code, dadurch landet ihr auf einer Datenbank und diese Datenbank sendet euch Daten zurück, wie das Datenbanken irgendwie so machen und dann seht ihr auf eurem Display den Status des Zertifikats, das heißt, ist dieser Router noch zertifiziert? Ist das Zertifikat abgelaufen? Wann wurde er das letzte Mal zertifiziert? Ihr seht den Typ des Zertifikats. Das heißt, ist es eine Selbsterklärung, Wischiwaschi vom Hersteller oder hat sich da ein unabhängiges drittes Unternehmen wirklich das Gerät angeguckt und gesagt, jo, der Hersteller hat sich tatsächlich an alles gehalten. Ihr seht das Datum vom End of Support. Wie lange kriege ich auf dieses Mistding überhaupt noch Sicherheitsupdates? Oder ist das schon veraltet, wenn es bei mir zu Hause im Wohnzimmer steht? Ihr habt eine Kontaktadresse für all diejenigen, die am Wochenende IoT-Geräte auseinandernehmen und Pentests machen. Ihr habt eine Kontaktadresse zum Hersteller, um Sicherheitsschwachstellen zu melden, Responsible Disclosure. Als letztes habt ihr die aktuelle Firmware und die Firmware, gegen die das Gerät zertifiziert wurde, um zu sehen, okay, wie groß ist dieser Gap. Und ihr habt History und Changelog der gesamten vorherigen Firmwares. Was kann man damit machen? Wenn ihr an eine Stiftung Warentest oder eine CT oder was auch immer, also Testzeitschriften und Testorganisationen denkt,
Die können diese Infos schnappen und anhand derer analysieren, wie sehr kümmert sich der Hersteller um das Gerät. Auf der Packung steht 3 Jahre Sicherheitsupdates, bedeutet das eigentlich, mindestens einmal in den 3 Jahren kriegst du ein Software-Update, oder bedeutet das tatsächlich, jedes Mal, wenn ich eine Sicherheitslücke finde, fixe ich die so schnell wie möglich auf meinem Gerät. Das kann man nachvollziehen durch die History. Ich kann gucken, wie responsiv hat in der Vergangenheit der Hersteller auf Sicherheitslücken, die ihm über Responsible Disclosure gemeldet wurden, reagiert. Wie lange gibt er tatsächlich Support? Ist das Gerät schon out of support? Und so weiter. Das heißt, für verschiedene Stakeholder, die Marktüberwachung, die Testorganisation, Zeitschriften und auch Verbraucherinnen und Verbraucher, hätte so eine Datenbankabfrage viele, viele Vorteile. Wenn man das Ganze jetzt hochskaliert, könnte man sich auch vorstellen, dass es dann, wenn das auf offenen und maschinenlesbaren Daten basiert, könnte man sich auch vorstellen, dass verschiedene Stakeholder ihre eigene Lösung, ihr eigenes Interface dafür entwickeln, weil eine Marktüberwachung sicherlich an mehr und anderen Daten interessiert ist, als jetzt die alte Oma im Mediamarkt, die eben einfach einen sicheren Router kaufen will. Und das ist das Ziel letztlich des Ansatzes, IT-Sicherheit A runterzubringen zu Omi und hier eine Responsivität und Aktualität in die Zertifizierung zu bringen. Mal gucken, ob es klappt. Ist noch vollkommen offen. Dankeschön.